herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Auf der Hofbergmann. Wer hätte es gedacht? So, Drescherli ist voll. Butter haben wir gestern noch den Mischer befüllt und den Käse auch mit Milch. Das lübt alles. Hier läuft es auch optimal. Was ich jetzt noch gucken wollte, war oben bei dem Gemüseanbau, wie es hier denn aussieht. Was haben wir hier? Da haben wir noch was drin. Da haben wir auch noch was drin an Mist. Da ist auch Mist drin. Und hier ist auch Mist drin. Und Wasser haben wir auch reichlich drin. Das passt, das passt, das passt. Ist auch Mist drin. Ey, was ist denn los? Wir sind ja... Hier ist leer. Hier ist auch leer. Und hier ist noch was drin. Okay. Das ist aber nicht mal so schlecht. Muss ich nur überlegen, wie ich den Mist jetzt da hochkrieg. Das ist ja ein Mist. Wir könnten, warte mal, wir könnten mal gerade. Das läuft ja noch eine Weile. Wie ihr seht, ich habe zwischen den Folgen nicht viel gespielt. Weil einfach viel zu tun ist. Und ich euch das nicht vorenthalten möchte. Aber ich könnte hier mal die Eier abtransportieren. Du, du, du. Heute auch wieder ohne den Hans-Peter Acker Tigerfarm. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Ich dachte, der hätte hier aufgeräumt. Willkommen im Hofladen. Was darf's? Nix, ich liefere an. Alter, der hat die alle nur rausgeballert. Ich dachte, der hätte die ordentlich weggeräumt. Jetzt weiß ich, warum der heute nicht dabei sein wollte. Ich hatte Angst, dass ich ihn zusammenschnauze. Eieiei. Ja, das mit den Fässern, da haben wir ein bisschen übertrieben, glaube ich. Oder ich zumindest. Warte mal, komm. Ja, nee, ich kann jetzt nicht verkaufen. Ich muss erst alle leer haben. Kann ich die auch tragen? Oh ja. Voll gut. Die brauchen wir ja im Moment noch gar nicht. Weil wir keine Erdfrüchte haben. Dann kann ich hier nämlich die Fässchen schön hinstapeln. Wobei, die muss ich sowieso dann... Dann ist es doof, was ich... Ja, wobei... Ach, was soll's. Wir stapeln die mal hier hin. Und dann müssen wir sie irgendwann sowieso wieder hochfahren zu dem Buttermischer. Warum lasse ich den Buttermischer eigentlich... Warum bringe ich den eigentlich nicht hier runter? Ich kann doch hier Butter mischen und dann direkt da die Fässer reinmachen. In den Laden. Wäre doch viel geschickter. Oder nicht? Wenn ihr auch der Meinung seid, dann lasst es gerne mal in den Kommentaren da. Weil eigentlich ist es ja Blödsinn. Der Buttermischer ist variabel. Oder flexibel. Dann können wir das doch auch ausnutzen. Jedes Mal die Fässchen da hin und her krachen. Eigentlich Blödsinn. Dann bringe ich den irgendwann demnächst mal hier runter. Okay. Käse wird auch produziert. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Den Mist auf jeden Fall hochfahren. Das wird mal gucken, dass wir das hinkriegen. Willkommen im Hofladen. Was darf's sein? Immer noch nix. Ich liefere immer noch an. Dass sie das nicht kapiert, dass ich der Chef hier bin. Und sie nur für mich arbeitet.
eine Idee. Ich fahre das Förderband mal hoch zum Mist. Man muss sich den Mist nicht blöd per Hand aufladen. Das fährt ja wirklich schnell, von dem her ist es kein Thema. Och nee. Ach, das hasse ich ja, wenn der immer so ein bisschen daneben fährt. Also wenn er nicht checkt, wo er hin muss. Vier machen müssen. Kalten. Kalten. Oh, das machen wir gleich. Wenn wir hier abgeerntet haben, weil ich glaube, das andere Feld hier unten. Ah ne, das braucht gar keinen Kalk. Ich dachte schon, das braucht auch. Den Tiefenlocker könnten wir eigentlich auch mal verkaufen. Das 3-Meter-Teil, das braucht hier kein Mensch. Holen wir uns dann lieber dann den großen, den 8-Meter-Dinger. Wenn das Tigerfarm mitkriegt, dann dreht er am Rad, weil ich so viel Geld ausgeben will. So. Ich weiß nicht, ob es passt, dass ich zwischendrin mal den Mist wegfahre. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das wird nichts. Schweinefutter. Alter, wir haben schon 20.000. 4.400. Ne, der Preis war schon mal besser. Der war schon bei 5.000. Oh, Butter im Hofladen ist gerade übelst. Ah, wir haben kein 19 Uhr. Oh, wenn wir die Bilanz die letzten zwei Tage angucken, dann ist aber oder die Waldfee. Gucken gleich nochmal rein. Also wir haben am Freitag, das heißt gestern, 333 oder 334k plus gemacht und heute schon 224. Natürlich davon sind einiges verkaufte Fahrzeuge, der Großteil.
Aber wir werden gleich noch Zeug verkaufen. Schweinefutter kriegt man an dem Tag hier in-game auf jeden Fall noch verkauft. Das ballert dann gut rein. Ah ja, da. Hab schon den Traktor gesucht. So, ich weiß nicht, wie schnell ich es hinkriege, aber die nächsten Tage wird dann auch so ein kleines Video vom Urlaub kommen. Deine Impression. Mehr wird's, denke ich, eher nicht. Auf jeden Fall sehr angenehm. Ruhe. Soweit. Schönes Klima. Das ist wirklich geil. Es ist zwar warm, aber doch sehr windig gewesen auf Kreta. Habt ihr vielleicht zum Teil in der Instagram gesehen. Wenn nicht, dann schaut da gerne mal vorbei. Haruna LP, so wie überall auch. Es werden, glaube ich, komplett durchgehen 30, 32 Grad so rum. Aber einen guten Nordwind vom Meer her. Wir waren an der Nordseite. Und daher war das gar nicht so warm, wie man es annehmen würde. So. War sehr angenehm. Hey, da wollte ich nicht rein. Ich wollte in den Buttermischer. Hallo? Ach nee, jetzt backe ich hier auch noch fest. Hä? Was ist denn hier? Lol. Hehe. Das ist ja auch cool. Okay, aber warte mal, warum ist denn das hier nicht voll jetzt? Ausraster des Jahres. Hey? Hier war doch... Der hat hier Butter draus gemacht gehabt. Wo ist denn jetzt die Butter hin? Muss hier wieder aus dem Trigger rausfahren oder was? Hey, der hat doch hier schon Butter gemischt gehabt. Es ist nur einer fertig, okay, aber das passt auch. Mal keine Hektik hier. So, lass mal gucken. Dann ist gleich durch. Ich hoffe mal, dass es hier noch reinpasst. Der muss sogar noch mal runterfahren, sehe ich gerade. Dachte eigentlich, das reicht, aber nee, der muss dann nochmal fahren. So, für alle Hater. Ja. Und Johnny als Thumbnail vielleicht. Mal, was hatte ich gesagt? 330 kostet der 900er Vario.
939. Mit GPS, damit er zufrieden ist. 332.500. Er hat auch nur 400 PS, Alter. Voll die Möhre eigentlich. So, mal gerade den Tiefenlocker verkauft. Was ich gemeint habe, ist der hier hinten mit 32, mit 8 Metern. Der braucht 420 PS. Ja, aber der 939, der müsste damit keine Probleme haben. So, dann mache ich gerade mal hier voll Schicht im Schacht. Und dann war es das für heute. Oh, wir müssen den Thresher tanken, sehe ich gerade. Sollte man nicht ganz außer Acht lassen. 30.000 Schweinefutter, aber preissteigend. Preissteigend höre ich beim Schweinefutter immer gerne. Höre ich eigentlich generell gerne. Preissteigend ist immer gut für uns. Gut. Dann haben wir... So. Lol, guck mal, warte, guck mal da durch. Da siehst du sogar die Person, die drin sitzt. An solche Details haben die gedacht. Krass. So. Ich fahre noch schnell mal das Zeug hier zum Maschinchen. Und dann haben wir heute mal zum Sonntag, war ja die letzten Tage eher ruhig, was jetzt den Hof Bergmann angeht, haben wir aber heute am Sonntag mal ein bisschen eine längere Folge. Denkt dran, täglich 16 Uhr kommt das Roleplay Real Farming LS19 meets Reality und um 19 Uhr die Hof Bergmann. So, und nächste Woche gibt es auch wahrscheinlich wieder unregelmäßig ein paar Livestreams. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich werde gucken, dass ich diverse Male stream, weil in der letzten Zeit ist es wirklich ein bisschen ruhig geworden, was jetzt Streamen angeht. Da muss ich mal wieder ein bisschen nachlegen. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.